Super Mario Galaxy, tja, Instrumentalpiste mit einem Charakter, ich sollte die kennen und ich werde die euch, tja, Instrumentalpiste mit Rosalina, tja, willkommen hier, Magat Online, eine weitere Folge in dem Kreis hintereinander auf und tja, wegen Rosalina, die hatten wir noch nie im Let's Play gehabt, stimmt auch, ich bin gerade nach dem letzten Part, der letzte Part war ja den Part mit Holzgefährt und da bin ich eine Part in den Kopf gegangen und habe gemerkt, dass ein paar Charaktere, die ihr noch nie gesehen habt, noch nicht in der Welt haben und deswegen bin ich auf Rosalina gestoßen. Tja, so, ihr kennt die aus Super Mario Galaxy, ist auch aus Super Mario Galaxy 2 und tja. Und die Frage ist, kommt vielleicht ein Super Mario Galaxy 3 Let's Play? Kommt Super Mario Galaxy 3? Fragezeichen. Mal schauen, ob das in Zukunft kommen wird. Super Mario Galaxy 3, das wäre was. Super Mario Galaxy 3. Wow. Oder denkt ihr wirklich ein Super Mario Galaxy 3 Let's Play? Also, für Mario Galaxy 3, das wäre ein Wunsch von Nintendo. Aber, mal sagen, ob es kommen wird, weil die Wii ist ja im Minus-Geschäft und, ja, das gefällt mir nicht, wenn es dann im Minus-Geschäft ist, die Wii. Ich spiele ja gerade auch, ich finde die Wii ist eine gute Idee von Nintendo und, ja, wieso ist die im Minus-Geschäft? Das ist die Frage, ich frag mir seitdem ich den. Weil ich den Kanal geöffnet habe, dachte ich mir, wieso ist. Und dann habe ich mir 2016 habe ich mir gedacht. Und ich habe mir nach der E3 2015, weil was ich da gedacht habe, also nach der E3, wieso ist die Wii U in Minus? Wirklich, stimmt ja auch. Die Wii U ist ja in Minus gesetzt. Ja, es kann liegen. Also, ja, und deswegen kam nicht so viele Spiele für Wii U. Also es kam keine Spiele für die Wii U. Wirklich. Und ja, weil Nintendo arbeitet ja für die NX. Also, vorläufiger. Also, auf die arbeitet Nintendo an die NX. Und ja, deswegen könnte es sein, dass die Wii U im Minus gesetzt ist. Und deswegen kamen da auch kaum Spiele. Okay, außer des neuen Legends of Zelda. Tja. Also die arbeiten ja an das vorläufige Legends of Zelda und... Tja. Aber... Das wundert mich die ganze Zeit. Wieso ist die Wii U im Minus gesetzt? Das ist ja... Okay, Pro Controller könnte es sein. Wii U. Ganz klar. Und für mich... Also... Für mich ist die Wii U eigentlich keine Minus gesetzt, weil... Okay, Pro Controller haben nicht geklappt, weil irgendwie Fehlfunktionen waren. Dann musste ich die Wii U Spiele, die wurden da rauskommen, mal Super Wii U kaufen. Und dann Super Mario Maker, dann noch Skylanders. Okay, Skylanders, da bin ich ja. Ich sammle Skylanders seit dem ersten Teil. Ist mir gerade alles aufgefallen. Aber wieso ist damit die Wii U im Minus gesurft? Wieso ist die Wii U im Minus gesetzt? Das ist ja ganz klar. Der gefällt mir nicht, wenn die Wii U im Minus gesetzt ist. Das ist ganz klar. Also. Aber was soll denn. Aber ich hätte mir gewünscht, dass da ein Super Mario Galaxy 3 kommt. Also. Wo man dann mit Rosalina spielen kann. Das hätte ich gewünscht, aber. Für die Wii U. Super Mario Galaxy 3. Also. Das wäre was. Wenn Super Mario Galaxy 3. Die Wii U kenne und ich bin 3DS. Das wäre was. Und da kannst du ja hoffen, dass es in Zukunft vielleicht kommen wird. Aber mal hoffen. Aber wieso damit die Wii U im Minus ist? Das verzweifle mich die ganze Zeit. Ja. Also. Ja, also ich hoffe, dass nochmal Galaxy 3 vielleicht kommt. Klar nicht, denn wenn nicht kommt, dann. Dann bin ich nicht
Ich muss nicht weinen. Ich bin nicht traurig oder so, wenn zum wenn Super Galaxy 3 nicht kommt, dann bin ich nicht traurig, weil die war ganz genau Minus Geschäft. Die hätten die Idee. Die hätten die Idee lieber anders überlegen. Wirklich. Anstatt hier Müll rauszufinden. Wie zum Beispiel Nintendo Better Cake. Das ist ja auch Müll, weil echtes Geld zahlen für neue Stickers? Das ist wirklich nicht gut. Also, okay, ich spiele es öfter mal. Aber das ist wirklich Müll. Sage vorab. Also, das sind wirklich Müll. Ja, davon können wir gespielt und dann. Ja, aber ich sag was, das war Müll. Wieso arbeiten die nicht einfach mal Galaxy 3? Und nun arbeiten die an X und so weiter. Und so ist die Video einfach in Minusgeschäft. Das hasse ich. Und wenn die Video in Minusgeschäft ist, dann wird es halt mir einfach gar nichts. Okay, aber. Oh. Wieso bin ich jetzt. Siebter? Ah. Super, siebter. Aber wieso ist die Video in Minus gesetzt? Das tut mir die ganze Zeit, mein ganzes Leben lang diskutieren und so. Wirklich. Das sind mir noch weniger. Tauschhafenstadt. Boah. Wieso ist die Video in Minus gesetzt? Weil Mario Kart ist Ultra Smash? War ja auch der Hammer. Wirklich, der war wirklich der Hammer. Das Spiel. Aber wieso ist damit die Wii U im Minus gesetzt? Obwohl die neuesten Spiele schon draußen sind. Wieso? Wieso ist das im Minus gesetzt? Oder, ich sag zum Beispiel, Captain Toad Treasure Tracker. Das hat ja wunderschön geklappt. Letztes Jahr veröffentlicht. Hat alles super geklappt. Aber wieso ist es mit den ganz neuesten Spielen, wo auf der E3 2015 veröffentlicht wurde, wieso ist die Wii U im Minus gesetzt? Weil es wurden nicht so viele Wii U Spiele veröffentlicht, angekündigt auf der E3 2015. Und wieso ist damit ein Misserfolg? Heißt für die Wii U Game Over? Was soll das? Ich möchte wieder Wii U spielen. Also, Wii U gefällt mir ganz arg. Also, ich hätte die Wii U gekauft. Aber egal, ich habe es gekauft und ich mag ja die. Und in Marke 8 dann bin ich echt so. Aber da hat es ja volle Erfolge gegeben. Aber wieso ist das die Wii U in Minus? Das hasse ich. Leute, da hasse ich ganz arg. Okay, wir müssen erinnern, wir machen Galaxy. Also, okay, sie hatte ja keine Auftritte für Marke. Okay, Nebenauftritte, Hauptauftritte. Wo sind denn das Luftschiff natürlich? Ne? Aber, ja. Aber ich hoffe, dass dann zu Mario Galaxy 3 angeht. Oh, was? Was ich gerade vergessen habe wegen dem. War, ich habe ja gesagt, dass. Ja, also der Spider-Man-Videopart gerade, ich glaube, wenn wir uns so fast den 70, weil vielleicht mache ich dann, aber ja, möchte ja noch auf meinen zweiten Kanal, ein Marke 8 wird auf dem zweiten Kanal weiterhin kommen, aber dann wieder unregelmäßig, also, weil ich möchte unregelmäßig da achten. Wird auch besser für meinen zweiten Kanal und hier, tja, aber also die Video in Minus gesetzt. Also kommen wir zurück zur Video, also wieso hat die Video in Minus gesetzt? Das ist ganz hart und tja, also
Okay, dann rein ignorieren, ist dann besser. Oh nein, 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 nein! LOL. Wieso bin ich jetzt als erster Platz? Wir haben mich gerade gewundert. Ich habe irgendwas geredet und dann sagt mir erster Platz. Okay. Wow. Wow. Erster? Wow. Du im Minus gesagt und ich bin erster. Cool. Wieder ein Sieg. Aber wieso hat die Video am Minus gesetzt? Also, Mario Party 10 hat super geklappt. Oder sagen wir, Donkey Country Tropical Freeze. Das ist wirklich ein super Geschäft. Das Spiel hat sich mehrmals verkauft. Und wieso ist das Ganze, wieso ist die Video nun damit die Speedrun angehen würde im Minus Geschäft? Ich hasse es. Also so könnte es sein nach dem aktuellen Stand. Oder Nintendo Land, wo es am Anfang kam. Das hat super Erfolg gehabt, aber wieso ist das jetzt im Minusgeschäft? Boah, hätte was zum Trinken mitnehmen sollen. Aber tja. Ich glaube, kann sein, weil Nintendo arbeitet ja auch für die NX. Projekt NX. Und darauf arbeiten die. Die arbeiten auf die NX. Also NX ist ja die vorläufige Name. Also Nintendo NX. Und darauf arbeiten die, glaube ich. Die arbeiten für die NX. Die arbeiten auf Projekt NX, glaube ich. Also auf der mobile Beat-Device und so. Und das soll Ende 2016 kommen. Könnte es sein, vierter Quartal. Aber, also so hat die Wii. Und deswegen könnte es sein, aber Misserfolg bei der Wii U, das ist ja wirklich krank. Deswegen mag ich sagen, dass der eine Reise nicht so gut. Das Rennen, sondern den. Oh. Oh man, also wieso hat die Wii U einfach nicht? Wow! Boah, wieso hat die Wii U einen Misserfolg? Das ist ja so krank, wieso haben die einen Misserfolg? Das ist so klar. Also ein Tribut wäre das sehr gut. Boah. Schau mal nach, ey. Da kann man ein Mikro drauf. Das soll ich nach dem Part erstmal gucken, was mit dem Auto ist. Aber wieso haben die einen Misserfolg? Das ist ja ganz klar. Also, ich nehme mich gerade ein paar anders im Kopf, aber. Aber, tja, was soll man da sagen? Aber wieso hat die. Also, die Gerüchte von Super Galaxy 3? Aber es gibt Gerüchte über Super Mario Galaxy 3 für Wii U, obwohl Wii U einen Misserfolg hat. Also Wii U hat wirklich einen Misserfolg. Komm, ein Rennen machen wir noch danach. Und zack. Oh. So, jetzt geht's wieder. Ich musste gerade gucken wegen mein Headset. Ob da irgendwas ist, stimmt, weil er drückt irgendwie. So. Wasserpark. Aber wieso hat die Video einfach einen Misserfolg? Wirklich. Wieso nehmen. Ich wünsche, wir spielen jetzt Wasserpark, weil das würde
Wollen wir loslegen? Wollen wir loslegen? Wollen wir loslegen? Dreimal Wasserpark und dann. Ja, endlich Wasserpark. Also, darauf, das kam auch lange. Aber wieso hat die Wii U einfach einen Misserfolg? Das ist ja so. Also, Rosalinas Lernreiz ist irgendwie so. Rosalina ohne Luma. Bei Markat Wii hat sie ja ein Luma. An ihrer Seite. Und jetzt hat sie immer. Macht mir nichts aus. Also, sie können sie ja rumlegen und so. Aber das geht nicht. Mit Luma nicht. Also, ich hab mich ganz gefreut, wenn der Luma nicht dabei ist. Das freut mich auch, sonst wäre der herumgeflogen. Aber tja. Aber ist aber bei den Buchen. Mal schauen, wie es dann. Also mit Star Fox Zero und so. Vielleicht hat die Wii U ein kleiner Erfolg. Erster? Krass. Wow. Okay, das Ding kenne ich ja. Wow. Wow, auch eine Zinde und dann. Wer schießt denn damit Feuerbälle? Okay, aber ich sollte ihn einfach ein Misser. Wieso? Tja. Also, ich warte bis die. Oh, Mist. Aber wieso hat die Wii U einfach einen Misser? Oh, fünfter Platz. Hallo, die rasieren mir. Aber wieso hat die Wii U einfach einen Misserfolg? Und ich? Oh. Wisst ihr was? Das war die Videofolge. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also, bis dann, wunderbare Zeit und ciao. Und sorry, dass das alles verbockt war. Also, tschüssi.